Okay, nachher jetzt müssen wir noch eine Treppe bauen. Ich zersäge Nuri fällt in den reißenden Fluss. Problem gelöst. Jo. Ich hab's jetzt ein bisschen überblättert Ich hier. zersäge das Dach. Nuri fällt in den reißenden Fluss. Problem gelöst. So könnte man es auch machen. Ja, ein Schemel. Keine Zeit für so. Wie keine Zeit für sowas. Du brauchst den. Das. Eine Treppe. Kannst du dich nicht irgendwie heilen? Nein. Das wird sie nicht können. Ein Tote lebendig machen will. Ist nicht kaputt. Dann können wir es vielleicht zerstören. Ich mache doch kein Grab. Ach, ein bisschen Grabschändigung. Wir wirken gleich. Nee, hier wollen wir nicht lang. Balken zerbrechen. Wenigstens die Balken sind noch stabil. Noch. Das übersteigt meine Kräfte. Aha. Kannst du vielleicht. Dazu müsste es zerbrochen sein. Es ist doch zerbrochen. Wenigstens die Balken. Ach so, stabil sind sie. Wenn ich darauf klettere, stürzt das ganze Dach ein, was vielleicht gar nicht das Schlechteste wäre. Ja, Warte! Steg. Musst du nicht unbedingt. Warte! Ich streue dir noch Rosenblätter auf den Steg. Musst du nicht unbedingt. Okay, Sarkasmus versteht sie auch nicht. Schau, die Treppe. Komm jetzt. Ich weiß nicht. Ich möchte einfach nur schlafen. Nuri! Erzähl mir mehr von Fanglari. Ist es schön dort? Fanglari ist ein Reich voller Magie. Der Himmel dort ist grün, wie die Weiden im Sommer. Und die Sterne funkeln sogar bei Tag. Ich habe noch nie einen grünen Himmel gesehen. Und wenn du nicht schnell herunterkommst, wirst du ihn auch nie sehen. Was gibt es dort noch? Fanglari, Fangnuri. Das ist. In Fanglari ist jeder frei wie ein Vogel. Jeder kann dort fliegen. Selbst ein Mensch wie ich. Wir könnten zusammen durch den Himmel fliegen. Es gibt sogar Regenbogenbiber, aber nur im Sommer. Sie merkt es auch Danach fliegen gleich. sie in den Süden, in ein anderes Reich. Wenn du sie dieses Jahr noch sehen willst, müssen wir uns beeilen. Das klingt seltsam. Was gibt es dort noch? Das Unglaublichste ist, jede Fee kann in Fanglari zaubern, ganz ohne Schmerzen. Wird sie nicht schwach? Es ist doch ein fremdes Reich. Alles in Fanglari ist voll mit Feenzauber. Darum verlierst du Spätestens keine da Kraft, müsstest du, sondern benutzt die aus dem Wind oder aus dem Meer. Du bist eins mit der ganzen Welt. Das klingt ja, schön. sicher. Das will ich. Komm herunter. Dann führe ich dich nach Fanglari. Ich versuche es, aber ich brauche noch eine zweite Stufe. In Ordnung. Aber dann kommst du auch wirklich. Versprochen. Oh, nur eine zweite Stufe. Gleich hast du es geschafft. Was ist mit Herrn Rabe? Wir müssen auf ihn warten. Müssen wir nicht. Die Wahrheit hat uns ja das erste Mal schon so weit gebracht, deswegen. Der Rabe ist gefährlich. Er ist ein Spion des Seers. Wir müssen hier weg sein, bevor er zurückkommt. Das stimmt nicht. Herr Rabe hat uns immer geholfen. Vertrau mir, ich würde dich niemals anlügen. Nein. Du mochtest ihn einfach nie. Du musst Ich lüge nie. mitkommen, jetzt. Gerons Worte gaben Nuri neue Kraft. Sie wollte alles wissen, was der Forscher ihm über das verborgene Reich erzählt hatte. Wo lag es? Hinter den Bergen? Hinter den Sümpfen?
Warum war es so geheim? Sie stellte sich ein Land ohne Zeit vor. Ohne Erinnerung. Und ohne Zukunft. Ein grenzenloses Land ohne Horizont. Gerons Lüge nahm Gestalt an. Und in Nuris Kopf entstand das verzauberte Reich Fanlari. Unterdessen trug der Fluss das kleine Boot nach Norden, der Schmugglerstadt Enqui entgegen, den stinkenden Schwefelseen der Brinasca Marschen. Selbst Nuri gefiel es hier nicht. Sie sah ein, dass sie Gerons Welt verlassen musste, solange der Seher hier nach ihr suchte. Das machte sie wieder traurig. Aber vielleicht konnte sie Geron ja mitnehmen. Warum nicht? Weil es unmöglich ist, Nuri. Ich muss nach Andergast zurück. Goswin? Menander Goswin? Was ist denn in Andergast? Es ist meine Heimat. Macht bitte auf! Das ist doch das Haus, das uns beschrieben wurde. Vielleicht ist niemand zu Hause. Da muss jemand sein. Wir brauchen dieses Prisma-Ding. Der Feenforscher hat gesagt, es ist der Schlüssel nach Fanglari. Sucht ihr Menander Goswin? Dann verschwendet ihr eure Zeit. Wie meint ihr das? Sag du zu mir. Hier mag niemand dieses förmliche Gewäsch. Goswin wurde tot aus dem Svelte gefischt. Vor etwa einem Jahr. Das ist eine berechtigte Frage. Wer bist du überhaupt? Mein Name ist Jarl. Ich bin Geron. Und das ist Nuri. Jarl? Und ihr beide seid zum ersten Mal in Enqui. Woher ich das weiß? Ich höre zu. Ich bin das Ohr der Gassen. Und ihr flüsterndes Gewissen. Beeindruckend. Ich kann euch auch das ein oder andere besorgen. Habe ich zu viel Pen and Paper Beards bei Rocket Beans geguckt, gehört? Oder heißt der wirklich Jarl? Ich habe vorhin noch, ja, die letzten Tage habe ich jetzt Pen and Paper Beards zu Ende gehört. Heißt der wirklich Jarl? Wer hat Goswin das angetan? Er sich selbst natürlich. Wie eine Menge anderer Leute in der Stadt. Und was steckt wirklich dahinter? Habe ich mich verwirrt? In Enqui kann man sich die verschiedensten Feinde machen. Schmuggler, Walfänger, Torwaler. Frag dort im Badehaus, wenn du mehr erfahren willst. Wenn du Glück hast, plaudert die Baderin für umsonst. Goswin besaß ein Prisma. Weißt du etwas darüber? Ein Prisma. Ohne dass mein Beutel klimpert, weiß ich nur, dass Goswin eines hatte. Was weißt du denn darüber? Auch nichts weiter. Vorsichtig, hä? Solltest du auch sein. Gilt's, dass wir nicht haben. Bis später. Gib auf deinen Rücken Acht. Jarre heißt er. Aha. Angstfrischet, ahoi. Jarre heißt er, nicht Jarl. Wer wirft diesen kostbaren Handspiegel weg? Ah. Er ist gesprungen. Okay, wir haben einen zerbrochenen Handspiegel. Das kriegen wir wieder hin. Ich habe doch gar nichts gesagt. Aber getan. Der Spiegel schläft. Aha. Wieso schläft er? Sag mal, Nuri. So weit war ich noch nie von Andergast entfernt. Ich mag es hier nicht. Alles ist so dreckig. Und die Menschen sagen alle etwas anderes, als sie denken. Sogar die Tiere. Lass uns hier verschwinden. Ich will aufs Meer. Dich dann gewöhnen müssen. Was willst du denn auf dem Meer? Es ist so weit und wir wären so frei. Wir könnten überall hinfahren und die ganze Welt sehen. Mal sehen, vielleicht später. Unauffällig verhalten. Okay. Verhalte dich normal und unauffällig. Ich bin einfach ich? Nein, Nuri, genau das sollst du eben nicht sein. Mach genau das Gegenteil. Wie geht das? Ich suche mir einfach eine Beschäftigung. Ganz leise und unauffällig.
Denk daran, was du machen würdest, und tu genau das Gegenteil. Kannst du das machen? Das Prisma ist sehr wichtig. Es zeigt uns den Weg nach Fanglari. Woher weiß das Prisma den Weg nach Fanglari? Tja, es wurde sicherlich eins dort erschaffen. Gibt es Zauberschmiede in Fanglari? Sieht so aus. Okay. Solltest du den Raben irgendwo sehen, gib mir sofort Bescheid. Ich vermisse ihn. Versprich mir, dass du bei mir bleibst. Keine Angst, der verdammte pass auf Rabe. Dich auf. Das war so sonnenklar, dass der ein Verräter ist. Bin gleich zurück. Das war mir von Anfang an klar, dass ich das erste Mal gesehen habe. Das ist, tja, also. Du glaubst mir wohl nicht. Der Mann ist tot. Du glaubst mir wohl, der Mann... Goswin ist also tot. Wie sollen wir jetzt das Feentor finden? Wir müssen herausfinden, wo dieses Prisma ist. Tja, es könnte schwer werden, ohne dass er redet. Vielen Dank für den Regen, Effert. Aha, der Regengott. Wie es ausschaut. Ein verwaister Eisenring zum Henker. Dieser Nordhimmel macht mich noch ganz melancholisch. Hier werden Schiffe verteut. Aha, eine Plane. Fest verknotet. Zum Glück kann man Messer mit dabei. Für den einen oder anderen Gefallen schaue ich nicht hin. Tu, was du willst, Schlapphut. Dein Leben, nicht meins. Fest verknotet. Okay. Wird uns das jemand übel nehmen? Hallo. Hey. Der ist ganz woanders. Vielleicht auch besser so. Du trinkst besser nichts mehr. Das ist viel gesoffen. Betrunkener. Das Schiff können wir nicht angucken. Können wir hinein? Sollen wir hinein? Wenn wir es bereuen. Aber dann, weil wir da drin. Lass uns hineingehen. Warte. Ärger kriegen. Du bleibst besser draußen, Nori. Warum? Ich sehe erst nach, ob die Luft rein ist. Na gut. Du fragst nach dem Prisma. Ich frage den verträumten Mann nach Fanglari. Na dann, viel Spaß. Jetzt kann ja nur schief gehen. Ich muss eine Nachricht überbringen. Erst kümmert sich gute Minka um böse Wunde. Arogen bringt mich um. Ich muss jetzt gehen. Danach komme ich wieder. Bleibst du sitzen, Kindchen, sonst verschriebelt sich Wunde. Nachricht kann warten. Warten? Ich wollte längst mit meinem neuen Kerl im Haifischzahn sein. Mit böser Wunde kannst du Männer nicht lieben, Kindchen. Jetzt sitzt er da im Bottich und wird bloß wieder ungeduldig. Guter Minka. Die Baderin. Hallöchen. Wird noch dauern, Kindchen. Aber zieh dich einfach schon aus. Ich will gar nicht baden. Ich habe nur ein paar Fragen. Fragen? Neugier kann gefährlich sein, hierzulande. Aber musst es ja selber wissen. Na dann sag mal was über Goswin. Kanntest du einen Menander Goswin? Was hast du mit dem Goswin zu schaffen, Kindchen? Das ist meine Sache. Aber keine Sorge, ich will keinen Ärger. Bene, das ist gute Einstellung, Kind. Ist verstorben, das Brüderchen. Haben seinen Leib aus dem Svelte gefischt, damals. Abscheulicher Anblick. Wer hat ihn umgebracht? Wer spricht von umgebracht? Gib auf deine Fragen acht, Kindchen. Was war Goswin für ein Mensch? Guter Mann, Brüderchen Menander. Aber am Ende ist Meschugge geworden, der Schlimasnik. Ein Schmecker war er. Ein Säufer. Ach so. Brabbelte immerzu von anderer Welt und von einem Schlüssel dazu. Prisma hat er's genannt. Ei, wer's glaubt. Jedenfalls ist er jetzt tot.
Boron weiß, warum. Und Goswins Haus steht jetzt leer? Goswins Haus? Der ehrenwerte Kaufmann Harm hat gekündigt, das Haus. Harm hat es gekauft. Ja. Wer ist dieser Harm? Ehrenwerter Kaufmann, Harm. Ihm gehört beinahe die ganze Fischerstadt. Ist richtiger Segen. Na, mit dem werden wir noch Spaß haben. Du weißt also von Goswins Prisma. Wo ist es jetzt? Keine Ahnung, wovon du redest. Aber du hast gesagt... Hör zu, Minka will noch leben ein Weilchen, also sei still. Verstehe. Du weißt also von Goswin... Keine Ahnung, wovon du... Aber du hast gesagt... Hör zu... Woher da sagt sie nichts mehr zu. Ich stell keine Fragen. Meine Arbeit ist zu helfen. Und geht das auch schneller? Wohle bedarfen Zeit. Wenn die nicht russische Abstammung ist. Ein schönes Badehaus. Wie konntest du dir all das leisten? Durch freundliche Gesten. Freundliche Gesten? Ja. Ende der Geschichte. Dann lasse ich dich weiterarbeiten. Biene. Bei russischem Dialekt kommen immer schmerzhafte Erinnerungen vor. An meine russischen Unterricht in der Schule. Fingerchen weg, junger Mann. Ja. Russisch in der Schule war schrecklich. Können wir das... Warum beherrsche ich keinen Feuerball? Das lernst du bestimmt noch irgendwann. Was soll das denn werden, Rotzgesicht? Verzeihung, hab ihn mit meinem verwechselt. Aha. Wie wär's mit ein bisschen... Interesse? Ist keine gute Medizin, Kind. Ja, können wir mit ihr nochmal reden? Ich habe ein paar Fragen. Das auch noch. Woher hast du die Wunde? Was geht dich das an? Ich frage nur. Wer in Engfi Botschaften bei sich trägt, lebt eh ungefährlich. Wer hat dich denn überfallen? Stell nicht so viele Fragen, Milchgesicht. Aha. Eine Netze. Was musst du überbringen? Eine wichtige Nachricht. Aber wenn die Baderin weiter trödelt... Minka trödelt nicht. Minka ist gründlich. Wer ist dieser Arauken? Mein Auftraggeber. Ganz einfach. Und jetzt verschwinde. Hältst du still, Kind? Ich mag Fremde nicht, die Fragen stellen. Das war schon alles. Können wir mit den Badenden reden? Ab ins Brackwasser. Nein, danke. Wasserscheu, Bist du der Freund von der Botin? Von wem? Die Frau, die gerade versorgt wird. Ach so, natürlich. Rajat heiße ich. Ich bin Seefahrer. Geron. Aus Andergast, richtig? Erkenne ich an der Mundart. Bin mal dort gewesen. Ich dachte, ihr kannt uns. Viel Schweinekot, unfreundlicher König, aber eine schöne Magd. Ah, süße Tagelage. Ihr Name war... Ach, Scheißdreck. Hab ihn vergessen. Jetzt habe ich auch nur noch Augen für... Die Botin. Ganz genau. Welche Botschaft soll dein Mädchen denn überbringen? Eine Nachricht für Harm, den ehrenwerten Kaufmann. Aber da halte ich mich lieber raus. Will nicht über die Planke gehen. Wer ist dieser Arauken? Der König des Irrlichterhügels. Betreibt dort jetzt auch ein Steinfigurenkabinett. Tiere aus Stein. Ist zu dieser Zeit aber geschlossen. Dieser Harm scheint ein wichtiger Mann zu sein. Scheint so. Er macht Geschäfte mit Alvin Arauken. Und was noch? Frag nicht so viel, Schrubber. Ich will hier nur meinen Lachs baden. Ja, will ich nicht wissen. Bis später. Okay, Zapfhahn. Damit können wir... Womöglich zapfen. Irgendwas. Irgendwo. Können wir noch ein Handtuch klauen. Okay,
sieht so aus, als wären wir hier fertig. Nee, die Bagage noch mitnehmen. Oder auch nicht. Und Geron kommt auch mit nach Fanglari. Er weiß bloß noch nicht genau, ob... Da ist Ach, er. Schreck. Hallo. Hey. Der ist ganz woanders. Vielleicht auch besser so. Und sie redet ihren Set mit ihm. Er wird sich nichts erinnern, aber... Okay. Sag mal, Nori... Bin gleich zurück. Das war ja sehr erfolgreich. Wir sollten hier mal gucken, ob wir hier mal weiterkommen. Hallo, Herr Fährmann. Bist du der Fährmann? Aha. Fährst du auch durch den Sumpf? Ja. Was soll das Gemurmel? Kannst du nicht ordentlich reden? Ach so. Tut mir leid. Aha. Na, schon was gefangen? Kannst du mir einen Fisch abgeben? Nur einen Fisch, mehr nicht. Das Gespräch bringt viel. Fahr mich und meine Begleiterin durch den Sumpf. Uh-huh. Ja, wir sind zu zweit. Ach so, zwei Kreuzer. Zwei Heller? Etwa Silbertaler? Das ist doch viel zu teuer. So viel habe ich nicht. Ja, also... Gibt es etwas anderes, womit ich die Fahrt bezahlen kann? Sehr gut, und was? Soll ich dir einen Bart besorgen? Oder einen Gegenstand? Was zu essen? Zu trinken? Schnaps? Schnaps also. Schwere Geburt. Tja. Also bringe ich... Leihst du mir deine Angel? Mach es gut. Ich habe hier noch ein bisschen was dabei, vielleicht. Vielleicht nimmt er das an. Ein Brandwein. Also bringe ich dir Schnaps, ja? Brandwein also darf es nicht sein. Schade. Das geht so nicht. Müssen wir den Brandwein und wir jetzt Schnaps tarnen. Und dann können wir den loswerden an ihn. Dieser Balken ergibt nicht allzu viel Sinn. Wenn du meinst, ihn ruhig haken. Was sollen wir damit? Oha, ein Schiff. Hallo, Wächter. Hey, hey, hey. Immer langsam. Was hast du hier zu suchen? Ich muss mit Harm sprechen. Mit Harm sprechen muss der Kleine. So, so. Und warum? Ich bin Harms Neffe. Sein Neffe? Sind wir nicht alle Kinder des ehrenwerten Harm? Wenn du um Geld betteln willst, dann verschwinde. Nein, ich will kein Geld. Los, mach einen langen Schuh und komm erst wieder, wenn du weißt, was du willst. Dann kriegen wir schon hin. Hey, hey, hey. Immer langsam. Ich muss mit Harm So, so. Ich komme vom Nachbarschiff und soll nach einer Schüssel Zucker fragen. Was? Ja, der Schiffskoch will eine Kaiser-Bardo-Torte machen. Oder es versuchen. Und dafür braucht er Zucker. Mach dich vom Acker. Hey, hey, hey. Immer langsam. Ich muss mit Harm sprechen. Ich bringe eine Botschaft von Arauten. Du? Zeig her. Das geht nicht. Es ist eine mündliche Botschaft. Mündlich? Ja, ist alles in meinem Kopf. Kleiner, ich zersäge dir deinen Kopf, wenn du nicht sofort verschwindest. Aha, wir brauchen also die Botschaft von der Seherin. Eigentlich von Seherin, von der... Komme ich jetzt auf Seherin. Von der...
von der Botennot in der Bar. Wenn du um Geld betteln willst, dann verschwinde. Bei den Badern können wir wahrscheinlich damit hier rein. Warum ist Nori keine kleine Blütenfee? Dann könnte sie hineinfliegen und etwas stehlen. Tja. Falls das Schiff ablegt, können wir uns als blinde Passagiere in diesem Beiboot verstecken. Das müssten wir jetzt mal runterkriegen. So finden wir einen Weg, die Booten zu überreden, uns ihre Botschaft abzugeben. Es könnte schwierig werden. Und plötzlich wurde alles dunkel. Und es gab kein Lachen mehr. Und keine Farben. Aber ich weiß nicht, ich habe alles vergessen. Das beste Gesöff, um alles zu vergessen. Brauchst du was? Was ist denn mit dem da hinten los? Dem Suffkopf? Orkischer Fiebertraumschnaps. Das beste Gesöff, um alles zu vergessen. Ah, ja. Wer ist Kaufmann Harm? Ja, der allseits geliebte, ehrenwerte Kaufmann Harm. Seine Geschäfte haben stets zwei Seiten. Auf der einen stehen die Nutznießer, auf der anderen liegen die Leichen. Und was macht er genau? Irgendwann fing er an, eigenartige Steinfiguren an Alvin Arauken zu verkaufen. Den König der Unterwelt hat sich eine goldene Nase damit verdient. Seitdem mischt er im Schmugglergeschäft mit. Aber was er wirklich will, weiß niemand ganz genau. Denn er verlässt niemals sein Schiff. Ach, der ist bestimmt ganz harmlos. Ah, Flachwitz des Tages. Gib auf deinen Rücken acht.